So, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und Dynamo Dresden. Ich begrüße beide Trainer hier oben. Markus Koczynski, Sie haben das erste Wort. Ja, Glückwunsch an Nürnberg zum Sieg. Wir haben in der ersten Halbzeit ganz ordentlich gestanden, waren aber in Ballbesitz und in Umschaltmomenten viel zu langsam, viel zu behäbig im Kopf, haben immer wieder zurückgespielt, haben dadurch immer wieder gegen eine kompakte Nürnberger Mannschaft angelaufen, haben dann Probleme gehabt, das dann spielerisch ins letzte Drittel zu schaffen. Das Tor fällt dann, weil wir einfach Probleme hatten im Zugriff am Flügel, zwei Verlagerungen, dann am langen Pfosten. Das Tor. Mit der zweiten Halbzeit bin ich im Großen und Ganzen zufrieden. Wir haben mutiger gespielt, wir haben vertikaler gespielt, wir sind besser nachgegangen. Wir haben direkt am Anfang der zweiten Halbzeit eine gute Phase, haben eine dicke Chance durch Moussa Kone, auch den Ausgleich zu machen. Das war die dickste Möglichkeit in der Umschaltaktion, in einer guten Kombination, mit einer richtig guten Möglichkeit. Ja, und dann in diese gute Phase. Dann offenes Spiel in dieser guten Phase, wo ich wirklich auch von der Körpersprache mit all dem, was wir uns vorgenommen haben, wirklich auch zufrieden war, fällt das 2-0. Die Tore fallen insgesamt auch zu einfach. Da fehlt dann der richtige Zugriff, da auch Bälle, die zurückkommen, diese zweiten Bälle, diese entscheidenden zweiten Bälle, das haben wir nicht in den Griff gekriegt. Und dann kommt Hack frei vors Tor und dann fällt das 2-0. Es war dann schwer und trotzdem haben wir danach eigentlich immer noch nach vorne gespielt. Wir haben es versucht, wir haben alles nach vorne geworfen, auch durch die Einwechslung nochmal Schwung gebracht. Auch Rensford Kochendorfer mit dem ersten Einsatz heute hat mutig nach vorne gespielt, hat ein, zwei gute Läufe gehabt, war dann aber nicht so zwingend insgesamt, dass wir nochmal gefährlich werden können. Auch mit Ballas nochmal, glaube ich, am Ende nochmal über lange, hohe Bälle versucht, nochmal leicht oder einfach ins letzte Drittel zu kommen. Was dann aber letzten Endes nicht gereicht hat. Der Sieg für Nürnberg natürlich unterm Strich verdient. Überhaupt keine Frage. Die erste Halbzeit nicht gut genug, aber in der zweiten Halbzeit, glaube ich, ein gutes Spiel gesehen. Eine andere Einstellung, auch der Versuch, das bis zum Schluss nochmal umzudrehen und die Spieler untereinander auch mit einer guten Energie. Ich weiß, unterm Strich nicht gut genug und trotzdem war es für uns in dieser Phase erstmal für mich das erste Zeichen, wo ich sehe, dass die Mannschaft, die am Boden liegt, versucht hat, dagegen anzukämpfen und nicht im Schicksal sich ergeben hat. Wir sind ja dann auch in die Kurve, weil, ja, denke ich, das sind unsere Fans und wir wussten, dass es nicht schön ist und trotzdem, ja, ich verstehe auch natürlich den Unmut der Fans. Ich glaube, es ist nicht nur wegen der Leistung heute, weil die war ordentlich, sondern auch über das ganze halbe Jahr, was sich angestaut hat, sind wir hin, weil ich es einfach wichtig finde, dass wir den Kopf dafür hinhalten, dass wir auch zulassen, dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist. Und nach so einer Zeit, da steht man da, wo man steht, auch zurecht. Und jetzt gilt es einfach, das zu erkennen und einen anderen Fußball an den Tag zu legen, andere Dinge umzusetzen und auch mutiger zu sein. Ich glaube, wir haben gute Akteure, mit denen man anders agieren kann. Und das werden wir im Januar angehen. Alles Gute für Nürnberg. Wie gesagt, verdienter Sieg. Danke sehr. Vielen Dank. Trainer, 2-0 geführt. Hatten wir schon mal. Wie sicher warst du dir heute oder wann warst du dir sicher, dass nichts mehr passiert? Ja, zuerst möchte ich mal sagen, dass wir, glaube ich, eine sehr gute erste Halbzeit gespielt haben. Ja, wir haben großen Ballbesitz gehabt, haben dominiert, haben auch immer wieder durch Verlagerungen sehr gute Möglichkeiten gehabt. Ich glaube, Schleusener hat schon in der ersten Halbzeit drei gute Möglichkeiten, wo wir immer wieder verlagert haben in die Halbräume und dann wieder auf die Seite gespielt haben. Ich glaube, da hätten wir schon das ein oder andere Tor mehr machen können. Und ja, dann sind wir aus der Halbzeit raus. Ich glaube auch, bis auf Kone, das war die einzige Chance, sind wir defensiv sehr stabil heute gestanden und haben Gott sei Dank kein Tor bekommen. Aber man hat schon gesehen, ab der 70. Minute hat die Mannschaft wieder angefangen zu denken, hat die Mannschaft wieder Respekt gehabt. Ich glaube auch da wieder, wie es auch die letzte Woche war, können wir den einen oder anderen Konter oder einfach einen besseren Ballbesitz dann haben. Um uns mehr zeigen, mehr die Bälle fordern und ja, wir haben Geschwindigkeit über außen gehabt, da sind wir dann nicht mehr so richtig zum Zuge gekommen. Mir wäre natürlich lieber gewesen, wir machen das dritte Tor noch, dann wäre das von letzter Woche der Gedanke weg gewesen, aber so war es natürlich bis zur letzten Sekunde und wir sind alle wahnsinnig erleichtert, dass wir mit dem Erfolgserlebnis
ja, in die Rückrunde bzw. ins neue Jahr gehen und ja, haben noch viel Arbeit vor uns, aber heute war schon ein guter Schritt. Dankeschön. Danke, Jens Keller. Gibt es Fragen aus dem weiten Rund hier? Klaus Bergmann. Herr Keller, wie bewerten Sie die Leistung von Robin Hack und was hat dieser Junge so für die Zukunft noch drauf? Wenn man das sieht, wie er auftritt mit seinen 21 Jahren, wie frech. Ich glaube, Robin hat noch eine ganz große Zukunft vor sich, wenn er normal bleibt, wenn er weiter arbeitet. Er hat sicherlich auch noch ein paar Defizite. Ja, er geht immer wieder natürlich ein hohes Risiko, und das 1 gegen 1, wo er auch viele Bälle verliert. Aber das sind seine Stärken. Dadurch kommt er natürlich auch immer wieder in gute Situationen rein. Aber ich glaube, wenn der Junge normal bleibt, ja, hat er noch einen großen Weg vor sich. Einmal der Kollege in der Mitte hinten. Jawohl, Herr Kautzinski, ist das vielleicht genau der Unterschied gewesen, dass Robin Hack von der Gedankenschnelligkeit im Strafraum da einfach auch ja, Dresden überlegen war, den Verteidigern überlegen war in den beiden Szenen? Ja, das war ja nicht Robin Hack alleine, glaube ich, aber insgesamt fallen die Tore bei uns zu leicht. Das sind so leichte Situationen, die ich jetzt nicht, das ist ein gesamtmannschaftliches Verhalten, was ich jetzt nicht nur der Abwehr anlaste, sondern wir verteidigen zusammen und das sind dann zurückgespielte Bälle, die immer wieder dann zu schnell wieder auf die Abwehr kommen. Robin ist ein beweglicher Spieler, das weiß man, der sehr wendig ist, der in den Zwischenräumen sehr gefährlich ist. Das ist ein gesamtes Verhalten. Ich kann da jetzt überhaupt keinen Einzelnen ansprechen. Wir im Spiel nach vorne, aber das habe ich gerade schon alles gesagt, dass wir da auch im Kopf schneller werden müssen. Da hat Nürnberg heute mit Sicherheit ja, den einen oder anderen Akteur mehr gehabt, der das kann. Dann sehe ich keine weiteren Fragen mehr. Das heißt, wir wünschen unseren Gästen eine gute Heimreise nach Dresden und allen ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest. Wir sehen uns im kommenden Jahr wieder hier. Vielen Dank. Dankeschön.